Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, die biblisch als Heimsuchung betrachtet wird. Als diese Corona-Sache kam, das war ja für uns, für manche ist die Welt zusammengebrochen, weil sie nicht in Urlaub konnten. Für manche ist die Welt zusammengebrochen, weil sie kein Schnitzel essen konnten in ihrer Wirtschaft. Wisst ihr, wenn die Welt schon da zusammenbricht, dann mal sehen, was passiert, wenn es mal wirklich losgeht. Wir haben jetzt eine Wohlstandsgesellschaft gehabt, darf ich es mal ganz ehrlich sagen, man hat uns narkotisiert. Wir sind nicht vorbereitet auf das, was kommt. Aber die Bibel sagt ganz klar für die Endzeit, Krieg kennen wir die meisten nicht, Hunger kennen wir gleich gar nicht, Tod, Elend. Wir müssen uns einfach mal vergegenwärtigen, die Endzeit ist die Zeit der Gesetzlosigkeit. Und Gesetzlosigkeit zieht immer automatisch, weil hier ist die Lüge das Prägende. Wisst ihr, wenn ich sehe, ich sage mal so, ich weiß ja nur wenig, aber das, was ich weiß, das reicht mir, wenn ich mit dem geringen Wissen gucke, was ich in der Zeitung, in die Medien, völlig wurscht, was für Medien, angelogen werde, dann muss ich sagen, Entschuldigung, für wie dumm haltet ihr uns eigentlich? Und, aber es gibt auch fromme Lügen, das ist noch schlimmer. Wisst ihr, wenn man am Grab sagt, wunderbar, der kommt in den Himmel, weil er als Kind getauft ist. Das ist das beste Mittel, um jemanden in die Hölle zu bringen. Das ist eine Katastrophe. Und es ist einfach so, ich möchte uns zuerst ein paar Stellen zeigen, dass wir verstehen, was hier eigentlich auch abgeht. Und es ist so, das ist eigentlich immer das Gleiche. Wenn du jetzt einmal Apostelgeschichte 24, 6 und 9 siehst, ich möchte die Stelle nicht lesen, da siehst du etwas, wie frech die Pharisäer gelogen haben. Das ist gelogen. Ich habe das wieder in der Stille Zeit gelesen. Sie haben eiskalt gelogen. Wisst ihr, und ihr müsst euch einfach darauf einstellen, dass ihr grundsätzlich angelogen werdet. Nicht nur von der Welt, sondern manchmal auch von den falschen, geistlichen, frommen Kreisen. Also von daher muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Römer 3, 4 sagt, jeder Mensch ist ein Lügner. Übrigens, Manuskript wegen der Bibelstelle liegt hinter. Zum Mitnehmen. 2. Timotheus 3,1 erklärt, dass ein Endzeitmensch entstehen wird. Und der hat 18 Merkmale. Wisst ihr, was 18 ist? 6 plus 6 plus 6, 666, Quersumme ist 18. Der Mensch hat genau diese Merkmale. Der wird jetzt geboren zur Zeit durch die Medien. Wenn ich in der Zeitung Bilder sehe, wo die Politiker alle vor ihrem Handy gucken, was machen die? Gucken die Spiele an, wollen die provozieren, dass sie zeigen wollen, der, wo jetzt redet, interessiert mich nicht? Oder ist da was ganz anderes? Kriegen sie gerade Anweisungen, was sie auf die Rede sagen sollen? Wisst ihr, das weißt du ja nicht. Hoffentlich kommt der Blackout bald. Versteht ihr, was das heißt? Dann hast du keinen Strom mehr. Und dann siehst du erst, was da ist. Und wenn der Blackout kommt, wisst ihr, was das ist dann biblisch gesehen? Eine Heimsuchung. Eine Heimsuchung ist etwas, wo du keinen Einfluss drauf hast. Heimsuchung, im Englischen, ich habe lachen müssen, ich habe Konkordanz vom Hebräischen und vom Griechischen, die gibt es aber leider in Deutsch nicht, aber die englischsprachige Welt hat es, da steht dann oft bei Heimsuchung, visit, Besuch, du wirst besucht. Das heißt, du kriegst von außen etwas, was du eventuell gern willst, aber vielleicht kriegst du auch was, was du gar nicht willst. Es gibt zwei Arten von Heimsuchung. Heimsuchung heißt ganz einfach, du wirst von einem Dritten besucht. Es kommt jemand zu dir oder es kommt eine Sache zu dir und du hast keinen Einfluss drauf. Das ist ganz wichtig. Bei der Heimsuchung hast du keinen Einfluss. Die Heimsuchung kommt plötzlich, wie der Blitz aus heiterem Himmel. Du hast gar keine Möglichkeit darauf, überhaupt dich vorzubereiten, weil sie kommt blitzartig. Die Bibelleser für diesen natürlich besser, weil die kennen von der Prophetie her, was alles kommen wird. Die können sich schon in gewisser Weise vorbereiten. Die Welt wird völlig überrascht werden. Wir sind ja von Corona überrascht worden. Wir sind von Gender überrascht worden. Man darf das ja nicht mehr sagen. Aber wenn man das nicht mehr sagen darf, dann muss man den Wilhelm Busch zitieren. Der hat Folgendes gesagt. Entweder sind wir Narren oder unsere Väter. Wenn unsere Väter und unsere Vorfahren alle davon ausgegangen sind, dass es zwei Sorten von Menschen gibt, nämlich Mann und Frau. Und Entschuldigung, da musst du nur zwei Augen im Kopf haben, dass du den Unterschied von Mann und Frau siehst. Das glaubt doch kein normaler Mensch. Unsere Väter würden wahrscheinlich, wenn sie uns sehen würden, würden sie sagen, die spinnet.
Aber nicht nur bei dem, sondern bei allen anderen Dingen. Wisst ihr, das Problem, die Endzeit, und das ist ja nicht Deutschland, sondern das ist die ganze Welt spinnt, die ganze Welt ist im Aufruhr. Aber nicht, weil sie jetzt durchgedreht hat, sondern weil dahinter Gruppen sind, die diese ganze Welt zu einem einzigen Herrscher führen wollen. Die Bibel nennt ihn Antichrist. Und das alles sind nur Maßnahmen, um das antichristliche Reich auf dieser Welt zu installieren. Und jetzt kommt das, was man Heimsuchung nimmt. Teilweise lässt Gott es zu als Heimsuchung, weil Heimsuchung hat immer eine Komponente. Das ist ganz wichtig. Bei einer Heimsuchung in der Regel kommt alles raus. Also Heimsuchung ist die höchste Form der Prüfung. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem wichtigen Punkt. Eine Heimsuchung kann positiv sein, das sehen wir nachher. Wisst ihr, dass uns Gott so viel Wohlstand gegeben hat? Es war doch positiv, oder? Noch im Krieg. Und trotzdem ist es eine Heimsuchung. Irgendwann wird Gott uns fragen, was habt ihr mitgemacht? Aber dem sieht man, was drin ist. Oder ein Gericht. Das ist die zweite Seite der Heimsuchung. Das ist nichts Gutes, sondern das ist für uns unangenehm. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Das ist etwas, was uns an die Gurgel geht. Das kann eventuell sogar unseren Tod bedeuten. Wollen wir auch nicht. Also es gibt bei Heimsuchung immer einen positiven Aspekt und einen negativen. Aber beides Mal steckt der Gedanke der Prüfung drin, dass alles rauskommt. Und da gibt es zwei Arten von Heimsuchungen im persönlichen Bereich. Einmal das Private. Gott kann dich, weil Hebräer 12, 1 bis 4 sagt, wenn Gott dich liebt, dann erzieht er dich. Da steht das Grundwort von Pädagoge drin. Also erziehe im Sinne von wirklich pädagogisch zurechtbringen. Es kann sein, er muss dir eine Heimsuchung schicken, dass du zurechtgebracht wirst. Es gibt eine furchtbare Geschichte von Wilhelm Busch, der einen Mann besucht. Und da, wo er war, in Essen, da war es ja so, da hat es ja noch diese Bergwerke drumherum gegeben. Und dann ist ein Mann gewesen, der war immer Stolle drin und dann ist der Stolle zusammengebrochen und hat ihm diese Steinlawine das Rückgrat zerschlagen. Und da geht der Wilhelm Busch zu ihm und er denkt humanistisch, menschlich, so wie wir alle denken, und will den Mann bedauern und sagt, oh, es tut mir leid, dass Ihnen das passiert ist. Und dann sagt er, nee, sei still. Das war das Beste, was mir je passiert ist. Ist der Wilhelm Busch völlig schockiert und sagt, was sagst du? Es war Heimsuchung. Und dann sagt er, wenn Gott mir nicht das Rückgrat gebrochen hätte, wäre ich in die Hölle gefahren. Ich hätte ihn nie gesucht. Erst als er mir das Rückgrat zerbrochen hat, habe ich begonnen, Gott zu suchen. Versteht ihr, was Heimsuchung ist? Das kann ganz schön hart sein. Kann aber auch gut sein, dass wir plötzlich uns alles leisten können, dass wir Wohlstand haben. Ist aber auch Heimsuchung. Wenn du nur das Deine suchst, dann hast du die beste Chance, dass Gott dir eine private Heimsuchung schickt. Ich sage es mal darüber, dass er es dir austreibt. Dann gibt es Hiob 33, das will niemand hören, 28 bis 30. Ich möchte aber dazu sagen, nicht jede Krankheit hat den Hintergrund. Es gibt auch Krankheiten, die sind einfach normal, weil du in einer gefallenen Welt lebst und alles verseucht ist, einfach normal. Aber es gibt Dinge, wo die Bibel sagt, dass Gott dich zwei oder dreimal bis an den Rand des Todes bringt, Hiob 33, um dich zur Umkehr zu bringen. Das sind dann ganz radikale Heimsuchungen. Wenn ein Volk das tut, was Gott nicht will, dass Millionen von Kindern im Mutterleib abtreibt, was nichts anderes wie Mord ist, dann schickt er eine Heimsuchung. Entschuldigung, wenn das stimmt, und das stimmt 100%, was die Bibel sagt, dass für jeden Ermordeten er letztendlich das Blut fordert, dann werden wir viele Tote haben. Alle, die abtreibt, werden viele Tote haben. Und bei den Gläubigen heißt hier so, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt nichts Unreines an, ich will euch aufnehmen. Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne sein und Töchter.
spricht der Herr der Allmächtige, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeiten Gottes vor. Wenn du nicht bereit bist, dich von bestimmten Dingen fernzuhalten, dann schickt er dir Heimsuchung. Dann schickt er dir irgendetwas, dass du letztendlich entscheiden musst, was willst du? Und drum ist Heimsuchung etwas, das ist ein Überbegriff. Man muss immer untersuchen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Man kann auch beten, Herr, was willst du mir sagen? Also echte Trennungen, falsche Trennungen. Andererseits sagt 1. Korinther 11, 19, es müssen Parteiungen, Trennungen sein, dass die bewährten offenbar werden. Wisst ihr, manche Trennungen bin ich gar nicht beleidigt. Im Gegenteil, bei Corona haben sich alle Gemeinden gespalten, da ist alles die Leute um die Ohren geflogen. Corona war mit das Beste, was uns je passiert ist. Wisst ihr warum? Da kam endlich raus, was drin ist. Wenn mal die Krise kommt, die Heimsuchung, dann siehst du, was echt ist. Freunde in der Not gehen 100 auf ein Lot. Kennt ihr das? Die Alte war ja gar nicht so dumm mit ihren Sprichwörtern. Erst wenn es dir dreckig geht, siehst du, wie jemand zu dir steht. Vorher siehst du es nicht. Wisst ihr, Heimsuchung öffnet die Augen. Guck doch, was bei Corona, was da alles gelaufen ist. Guck doch mit Gender. Es gibt eine Statistik, 66% der Leute laufen immer dem größten Unsinn. Wenn es keine Bücher noch Unsinn ist, einfach nach. Wisst ihr, das ist einfach Fakt. Aber es muss klar sein, in der Heimsuchung trennt sich Spreu vom Weizen. Bei mir, im Herzen zuerst, aber auch in den Gemeinden, aber auch im Volk, auf der Welt. Spreu und Weizen trennt sich. Jetzt siehst du langsam, was los ist. Das habt ihr gesehen bei Israel. Als der Überfall war, da waren alle für Israel. Und in dem Moment, wie Israel sich gewehrt hat, jetzt sind plötzlich wieder alle gegen Israel. Ich prophezeit, Zacharia 12 bis 14, es wird kommen. Und Geschwister, 1. Korinther 4, 6, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Lasst die Finger vor allem auf Frommem, was nicht der Bibel geschrieben steht. In der Regel gebraucht der Teufel Frömmigkeit, um die Leute ins Verderben zu reißen. Und Gott schickt eine Heimsuchung, dass wir aufwachen. Und zwar Jeremia 8, 12, das ist eine ganz schlimme Stelle, wo die Bibel sagt, schämen sollen sie sich, weil sie Gräuel verübt haben. Aber sie wissen nicht mehr, was sich schämen heißt und empfinden keine Scham. Darum werden sie fallen unter den Fallenden zur Zeit ihrer Heimsuchung. Werden sie stürzen, spricht der Herr. Wenn ein Volk das Sündebewusstsein verliert, dann kommt die Heimsuchung. Wir haben Sündebewusstsein verloren. Lest einmal ganz ruhig. Römer 1, 18 bis 32, da ist der ganze Sündekatalog. Jetzt geht selbst die Kirche und die frommen Leute gehen alle hin und sagen, das ist alles okay, Gott toleriert das und so weiter und so weiter. Wenn wir uns da nicht dazu stellen, wisst ihr, ich glaube immer nur, dass Römer 1, 18 bis 32, da gehört eigentlich alles dazu, was heute legitim ist. Von der Gleichgeschlechtlichkeit bis zum Ehebruch, bis zum Mord, Abtreibung, bis zum Betrug, Lug, alles das. Wenn wir sagen, wenn wir das tun, ist das schon schlimm genug. Aber in dem Moment, wenn wir sagen, es ist normal, kommt die Heimsuchung, kommt das Gericht. Wir werden Zeiten kriegen, wie wir noch nie hatten. Unsere Wohlstandsgesellschaft wird pulverisiert werden. Ihr müsst nur mal gucken, gell, ich bin ja kein Narr. Ich habe 46 Jahre auf einer Bank geschafft. Da lernst du ein bisschen was über die Zustände. Du kannst nicht hingehen und erwarten, dass wir diesen Wohlstand halten können. Der wird aller verpulvert werden. Und dann plötzlich kann es sein, dass du das erste Mal das kennenlernst, was die Bibel Hunger nennt. Und dann ist die Frage, wenn diese Heimsuchung über dich kommt, glaubst du, dass die Bibel das wirklich ernst meint, wenn sie sagt, meine Getreuen werden nie Hunger haben. Wenn ihr wissen wollt, was Heimsuchung ist, lest Jeremia ganz langsam durch. Es wird euch grausen. Wisst ihr, wer mittendrin war in dieser Heimsuchung? Jeremia. Gott hat sogar zugelassen, dass er in den Brunnen geworfen wurde. Er hat auch persönliche Heimsuchungen gehabt. Das heißt, wenn eine Heimsuchung über Volk kommt, trifft es uns Gläubige auch. Aber er hat Gott vertraut und Gott hat ihn gerettet. Jeremia 48, 44, das ist das Ziel Gottes. In der Heimsuchung, es kann noch so schlimm sein privat, noch so schlimm sein für Erfolg, musst du zu Gott fliehen, dass er dich rettet. Das will Gott, was willst du, dass ich tun soll, sagt Paulus. Das muss klar sein, Gott will uns retten aus unseren Nöten. Wisst ihr, und jeder hat andere Nöte. Der eine hat psychische Nöte, der andere hat finanzielle Nöte, der dritte hat Krankheitsnöte. Die Not, die wir jetzt noch nicht kennen, ist Verfolgung, Krieg, Hunger, das kann alles kommen, aber die Bibel kennt immer nur einen Gedanke vor der Heimsuchung, fliehe zu ihm.
Und das ist das, was Gott will. Wenn wir zu ihm fliehen, der Heimsuchung, ob die privat ist oder ob die weltweit ist oder nur für ein Volk, für eine Nation, wenn wir zu ihm fliehen, werden wir gerettet. Wenn wir nicht zu ihm fliehen, kann es sein, dass wir mit dem untergehen. Warum sagt die Bibel in der ganzen Apostelgeschichte, wie wir vorgehen sollen, dann 2. Korinther, die Absonderungsstelle und dann ganz wichtig, Offenbarung 18,4, geht aus von ihnen, von der Hure Babylon. Du musst dich trennen. Wenn du nicht ausgehst, sagt er, dann bist du ihrer Sünde teilhaftig, dann bekommst du ihr Gericht. Wisst ihr, und jetzt siehst du einfach was, wenn du zum Beispiel Richter 10 liest, schattenbildlich, was da passiert. Da sagt Gott, ich werde euch nicht mehr helfen, geht zu euren Götzen. Und dann tun sie Buße, und zwar so Buße, dass sie sagen, selbst wenn du uns nicht hilfst, tun wir die Götze hinaus. Und dann hilft er ihnen. Das heißt, das ist immer der gleiche Gedanke, die Heimsuchung kann noch so radikal sein. Wenn du zu Gott kommst und wirklich Buße tust, dann hilft er dir. Und dann haben wir eine Stelle, über die Stelle bin ich schon als ganz junger Gläubiger gestolpert, Jeremia 8,11 bis 22. Sie weigerten sich umzukehren, sie sind Betrüger. Und jetzt kommen wir zum ganz, ganz entscheidenden Satz. Vers 22, also ihr müsst es lesen. Die Bibel sagt, der Sommer ist vorüber, ihr seid nicht gerettet, der Sommer ist bald vorbei. Wisst ihr, der eiskalte Winter des Gerichts der Heimsuchung kommt. Und von daher ist wichtig, dass keiner in unserer Mitte ist, der nicht weiß, dass der Herr Jesus ihn gerettet hat. Das ist das Entscheidende, alles andere ist zweitrangig. Die ganze Botschaft hat bloß ein einziger Hintergrund. Wenn die Heimsuchung kommt, privat für dich, egal was das ist, oder wenn sie über Volk kommt, dann musst du zum Herrn fliehen, sein Angesicht suchen. Und dann muss das passieren, was auf dem Berg der Verklärung war, Matthäus 17,8, sie seien nichts als Jesus allein. Er allein entscheidet. Guck dir mal, Paulus, dieser große, hochbegabte Mann, der Heilige Geist verwehrt ihm, in eine bestimmte Gegend zu gehen. Wenn Gott dir wehrt, dann musst du fliehen. Du musst akzeptieren, dass Gott das Sagen hat und nicht du. 19,23 bei Sprüche sagt er ganz einfach, die Furcht des Herrn dient zum Leben. Wer darin reich ist, der wird über Nacht von keinem Unglück heimgesucht. Versteht ihr? Unterstrich das Wort Heimsuchung. Wenn du die Furcht des Herrn hast, wenn du nur alles vom Herrn Jesus erwartest, nichts siehst als Jesus allein, wenn du nichts von Menschen erwartest, alles vom Herrn Jesus, zu ihm fliehst in der Heimsuchung, dann wirst du überleben.